Sehr geehrte Damen und Herren, die Aufmerksamkeit sinkt, die Unruhe nimmt zu. Ich hoffe trotzdem, dass Sie diesem letzten Tagesordnungspunkt gefesselt lauschen werden. Und ich hoffe selbstverständlich auch, dass Sie den Personalbericht aufmerksam gelesen haben und werde insofern zu unserem Bericht hier nur eine kurze Zusammenfassung geben. Ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen, und zwar unter dem der vorliegende Bericht ist ja der erste, der nicht nur die Kernverwaltung und auch die Eigenbetriebe, sondern eben auch die Mehrheitsgesellschaften einbezieht. Und ich muss auch gleich am Anfang feststellen, dass der Gleichstellungsausschuss sehr intensiv darüber debattiert hat und dass wir sehr begrüßen, dass es diesen Bericht gibt. Ich finde ihn außergewöhnlich positiv, und wir können auch sagen, dass er nicht nur uns einen hervorragenden Überblick verschafft hat, sondern selbstverständlich auch die Steuerungsbedarfe klarlegt. Es ist insofern ganz interessant, dass es nicht nur jetzt das LGG mit einbezogen ist, sondern eben, wie ich schon gesagt habe, auch die Mehrheitsgesellschaften, weil die haben ja eigentlich gar kein LGG, sondern eben die Regelungen des Senats. Und es gibt zum Beispiel keine 50-Prozent-Quote und es gibt auch eine schwächere Stellung der Frauenbeauftragten. Insofern ist ja durchaus eine Abschichtung zu sehen. Die Daten zu den Gesellschaften sind insofern teilweise auch unzureichend, und das gilt auch leider für die Daten zu Bremerhaven. Die ZGF zum Beispiel regt daher an, sowohl die Gesellschaften als auch Bremerhaven in einem eigenen Teil zu behandeln und die Daten dabei möglichst so detailliert zu erheben, wie das auch für Bremen und die Kernverwaltung der Fall ist. Ich komme noch zum Frauenanteil und zu den Leitungsebenen. Ich meine, es mag die verschiedenen Tätigkeiten auch ungleich besetzt. Bei der Raumpflege und der Küchenhilfe beträgt der Frauenanteil 99%. 99%. Das nicht gerade wenig. Und auch bei Erziehung und Betreuung sind es 82. Niedrig ist der Frauenanteil bei der Polizei mit 20%. Das Beispiel der Polizei zeigt aber auch, dass hier Veränderung möglich ist. Bei den Liebe Kollegin, auch wenn es dem Schluss zugeht, bitte doch der Berichterstatterin auch seine Aufmerksamkeit zu schenken. Vielen Dank, Herr Präsident. Bei den unter 35-Jährigen im Polizeidienst beträgt der Frauenanteil bereits 45%. Das heißt, es gibt hier eine positive Entwicklung. Ich möchte auch positiv hervorheben, dass der Frauenanteil bei den Auszubildenden zugenommen hat. Wir haben 1.418 Auszubildende, und der Frauenanteil liegt bei 59% und ist auch gestiegen. Was uns nicht so richtig gefällt, ist die Entwicklung bei den Leitungspositionen. Im Vergleich zu 2018 mehr Leitungspositionen mit Frauen besetzt, aber bei weitem selbstverständlich nicht die Hälfte. In der ersten Leitungsebene sind es 47, auf der zweiten sind es 30 und auf der dritten 36. Das ist insofern unverhältnismäßig, weil der gesamte Beschäftigtenanteil bei den Frauen 55% ausmacht. Kommen wir zum dritten Punkt, das Geld. Auch im öffentlichen Dienst im Lande Bremen gibt es einen Gender Pay Gap. Auch das ist wenig überraschend. Im Trend nimmt der Frauenanteil ab, je höher die Entlohnungsstufe. In der höchsten Entgeltstufe findet sich dann gar keine Frau mehr. Insgesamt beträgt der Lohnabstand zwischen Männern und Frauen etwa eine Entlohnungsstufe. Das ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Auch im öffentlichen Dienst Frauen deutlich mehr Teilzeit. Bei den Männern sind es 15% und bei den Frauen 85%, wobei die 15% auf die Altersteilzeit zurückzuführen ist. Höhergruppierungen sind bei Frauen um 20% seltener, und das hat sich seit 1998 leider nicht verändert. Erhebliche Unterschiede zeigt sich auch beim Anteil der Beamtinnen und Beamten. Von den weiblichen Beschäftigten sind 36% verbeamtet und bei den männlichen 52%. Das, finde ich, ist durchaus bemerkenswert, auch für den öffentlichen Dienst. Der vierte Punkt bezieht sich auf die Frauenbeauftragten. Das ist etwas, was explizit auch vom stark bemängelt wurde. Von den 19 Gesellschaften, die unter das LGG fallen, haben nur 5 eine Frauenbeauftragte. Das erschien uns doch außerordentlich wenig. Mehr als die Hälfte erhält keine Freistellung.
Ich meine, das ist auch in dem Zusammenhang zu sehen, dass die Arbeitsbelastung selbstverständlich hoch ist. Und das ist in dem Fall natürlich im Wesentlichen ein Ehrenamt, was man dazu auszuüben hat. Und das ist für Frauen nicht gerade einfach, das wahrzunehmen. Also hier fehlt es ganz deutlich an Unterstützung. Was wir auch richtig finden und unbedingt unterstützen, ist, dass nicht nur nach Köpfen gezählt wird, sondern eben nach Vollzeitäquivalenten und auch nach Beschäftigungsvolumen. Nur dann lässt sich wirklich eine Partizipation nach Geschlechtern wirklich realistisch nachvollziehen. Ich möchte als fünften Punkt noch das Anliegen des Personalrats hier besonders unterstreichen, dass man sich hier eine Dienstvereinbarung wünscht zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich glaube, das hätten wir auch ganz bitter nötig, denn es ist ja nicht nur so, dass man sagt, wir haben hier das LGG und darüber hinaus müssen wir uns eigentlich nicht großartig drum. Bezieht sich auch nicht nur auf Kinderbetreuung, sondern selbstverständlich auch auf Pflege. Und all das muss tatsächlich mitgedacht werden. Und es wäre auch mal schön, wenn Männer das mitdenken würden und nicht nur Frauen. Ebenfalls hält der Personalrat es für notwendig, dass wir eine gezielte Entwicklungsperspektive für Frauenberufe einrichten. Da hat er durchaus auch Beispiele vorgelegt und in den Entgeltgruppen, in den niedrigen Entgeltgruppen 4 und 5 ist es leider unzureichend realisiert. Einstiegsqualifikation auch mal weiterdenkt, wäre das dringend notwendig. Und wenn man das zusammennimmt, werden wir auch im Zuge der Entgeltungleichheit ein Stück weiterkommen. Denn es ist ja so, dass nur dann, wenn das angepasst werden kann, Frauen entsprechend tariflich besser gestellt werden können. Somit der Ausschuss des Berichtes. Wir beantragen, dass Sie dem wohlwollend gegenüberstehen, das unterstützen und aus unserer Zukunft das konstruktiv begleiten. Dankeschön. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, zum Abschluss ein paar persönliche Sätze aus der Linksfraktion. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir diesen Bericht haben. Ich möchte das auch ausdrücklich positiv unterstützen. Ich finde schon, dass wir sagen können, dieses Landesgleichstellungsgesetz wirkt. Bei all dem, was langsam ist, aber es wirkt. Und es ist richtig, dass wir das haben. Und ich finde es auch absolut gut, dass dieser Bericht vorliegt und möchte das auch unterstützen. Und ich finde selbstverständlich, die Wirtschaft kann sich gleich schon ein Beispiel dran nehmen und nicht erst nach dem Motto, gucken wir mal, was der Staat macht. So, und ich würde auch Marketing und Vergaberecht entsprechende Kriterien daran zu knüpfen, halte ich für richtig. Und ich glaube, sind Instrumentarien, die uns zur Verfügung stehen und die sollen wir auch nutzen. Und ich finde, dass es ein sehr guter Spiegel der Entwicklung ist. Und insofern kann ich nur sagen, weiter so. Vielen Dank. Als nächste Rednerin.